Ich bin Flo Brückmann, ich bin 30 Jahre jung, bin gebürtig aus Hamburg. Wie gesagt, mittlerweile seit knapp 5 Jahren wohnhaft in Leipzig. Ja, ich habe schon ein paar Vereine hinter mir, unter anderem beim HSV, VfL Bochum, MSV Duisburg oder auch hier, vielleicht nicht ganz so gern gehört, Hallesche FC oder Carl Zeiss Jena. Ja, wie würde ich mich als Spieler beschreiben? Ich bin definitiv kein Kopfballungeheuer, aber ich glaube, dass ich gerne Fußball spiele, Dinge spielerisch löse, aber auch gleichzeitig Fußball arbeiten kann. Und ich glaube, dieser Mix, der charakterisiert mich eigentlich am besten. Ne? Fußball spielen, Fußball arbeiten, ich glaube, das sieht man gerne. Klar, ich bin definitiv stolz, als Wahl-Leipziger für so einen großen Traditionsverein spielen zu dürfen. Ich habe jetzt zum ersten Mal das Stadion von hautnah erlebt. Den Platz, ja, müsste man den Rasen ein bisschen mähen, aber sonst, ne, ich voller Vorfreude auf die kommenden 2 Jahre hier. Wie ist die Verbindung zustande gekommen? Sicherlich, oder andersrum, warum ist das überraschend? Am Ende wechsle ich vom Tabellen-9. Zum Tabellen-3. Klar haben da auch private Gründe eine Rolle gespielt. Nicht zuletzt jetzt die Corona-Krise, die mich vielleicht ein wenig zum Umdenken gebracht hat. Und vielleicht auch, ich will nicht sagen, eine Prioritätenverschiebung mit sich hergebracht hat. Aber ich bin nach wie vor motiviert. Ich möchte Ziele erreichen. Denn ich möchte erfolgreich Fußball spielen. Und ich glaube, dass der Verein auch eine positive Entwicklung eingeschlagen hat. Und warum immer auf den ersten Blick zu einer Anführungsstrichen Top-Adresse wechseln? Das verbinde ich mit Chemie Leipzig. Fußballromantik, definitiv. Ein fußballverrückten Verein, voller Leidenschaft. Eine leidenschaftliche, aktive Fanszene. Ich glaube, das sind so für mich die Hauptmerkmale, was ich mit dem Verein jetzt auf Anhieb verbinden würde. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte mich nicht ein bisschen vorbereitet und die Vereinschroniken schnell überflogen. Klar weiß ich auch, dass wir 64 auch Meister geworden sind. Aber ich glaube, dass man die BSG als kleines Stehaufmännchen beschreiben dürfte nach den ganzen, ja, ich will es anführen, Vorfällen in der Vergangenheit. Aber jetzt gilt es einfach, die Gegenwart zu sehen und anzugreifen. Und der Verein findet sich auf einem richtig guten Weg.